So Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Wir stecken immer noch mitten im Shinra Hauptquartier und wir müssen weiter nach oben, wie es aussieht. Also gehen wir wieder ins Treppenhaus und dann geht's aufwärts. Stock 65. Hier können wir ja jetzt endlich rein. Ja, abgeschlossen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay. Erstmal gucken, ob wir irgendwelche von diesen Truhen öffnen können. Die sind alle abgeschlossen. Vielleicht... Ah. Oh. Interessant, hier gibt's wieder Kämpfe. Was zur Hölle seid ihr? Tiefer analysiert die mir bitte mal. Schwerttanz A, Level 11, HP 160. Okay. Batsch, batsch, bitch slap. Naja, sind ja immer nicht allzu schlimm. Also es geht noch. Gut, der erste wäre erledigt. Den hat's auch zerlegt. Und ich glaube, die dürfen wir jetzt mit einem einfachen Angriff schon erledigt kriegen. So. Perfekt. Ja, noch kein Level up, aber okay. Die Dinger sind wahrscheinlich auch abgeschlossen. Ah, das ist offen. Midgard-Teile. Okay. Was ist hier in diesem Raum? Okay. Midgar, geboren aus Makroenergie, die der Welt entzogen wird. Teile des Modells fehlen. Ja, okay, dann legen wir mal die Teile, die fehlen, ein. Wofür haben wir die denn gefunden? Klingt, als hätte sich was geöffnet. Ah, okay. Das Rätsel ist ja nicht allzu schwierig. Ist das offen? Ja. Noch mehr Teile. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis das ganze Modell wieder hergestellt ist. Aber nicht hier. Ja, geboren aus Makroenergie. Legen wir mal die Teile da ein. Ah. Also da war jemand nicht gerade kreativ. Genau. Noch mehr Teile. Legen wir die mal hier rein. Das passt. Das ist irgendwie ein wenig repetitiv. Ich liebe dieses Wort. Repetitiv. Repetet. Okay. Ich höre auf. Da fehlen noch ein paar Teile. Ja. Und jetzt öffnet sich wahrscheinlich die Truhe in der, hier im Treppenhaus. Nein. Ach, da oben ist auch noch eine Tür. Eine Tür, wollte ich sagen. Müssen einen diese Kämpfe immer mitten im Satz unterbrechen. Ach komm, den kriegen wir auch so. Den kriegen wir auch so erledigt. Brauchen wir unsere MP nicht für verschwenden. Vorausgesetzt, Barret trifft. So. Das Limit wollen wir uns mal aufheben. Der Typ ist ja eh schon fast erledigt. Perfekt. Ja, hier gibt es auch noch eine Truhe. Noch mehr Midgard-Teile. Ah. Also allzu schwierig ist das Rätsel ja nicht. Nee, dafür gibt es keine Teile. Okay. Da, ja, doch. Aber
Ah, da fehlen noch ein paar Teile, wie es aussieht. So. Und jetzt wahrscheinlich die Truhe hier im Treppenhaus. Das wäre nämlich die letzte, die ich noch nicht geöffnet habe. Codekarte 66. Perfekt. Diesen Erfolg wollen wir doch erstmal speichern. Außerdem können wir uns da ausruhen. So, einmal ausgeruht. Und einmal gespeichert. Ich verstehe nicht, was die 10 davor heißen soll. So, perfekt. Einmal hier hoch. Und ab ins nächste Stockwerk. Mal schauen, was uns da erwartet. Okay. Hallo. Mensch. Mensch, mir stinkt's ganz schön, all diese Akten zu schleppen. Aber ich treffe viele Typen. Das ist wohl der Vorteil, wenn man Sekretärin ist. Was auch immer du meinst. Kommt mir das nur so vor oder stinkt der Konferenzraum wirklich? Von irgendwo kommt da ein seltsamer Geruch her. Okay. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Ja, okay. Du hast uns nichts zu sagen, wir kapieren's. Puh. Übrigens, hörst du manchmal im Badezimmer von irgendwo flüstern? Nein, ich war noch nicht hier im Badezimmer. Da fühle ich mich, als hätte ich als ob ich tatsächlich am Leben bin. Das Gefühl, diese Welt zu bewegen, nur mit meinen Händen. Aha. Komm, wir bauen die Zukunft von Marco. Interessant. Ja, wir stören ihn beim Pinkeln. Was dagegen? Ja, wir stören hier die Leute beim Pinkeln. Ich hab's kapiert. Dann wollen wir doch mal hier in den Konferenzraum platzen. Oder auch nicht. Ach, da oben gibt's noch was. Mal schauen. Irgendwas Interessantes hier? Nö. Ha. Abgesehen davon, dass ich hier jetzt so ein bisschen feststecke. Perfekt. Hm. Weiter hoch kommen wir aber noch nicht. Nicht wahr? Okay. Irgendwas haben wir hier zu erledigen. Aber ich weiß nicht was. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie in den was haben wir denn hier? Spülen wir mal. Hurra. Klettern wir mal hoch. Irgendwas ist da doch. Ah. Jetzt sind wir im Lüftungsschacht. Mal schauen, ob es hier irgendwas Interessantes zu beobachten gibt. Wow. So viele Anzüge. Wir haben die Schadenseinschätzung für Sektor 7. Unter Einbeziehung der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen behäuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Gil. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich... Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen Sektor 7 wie er ist und fangen den Neo-Midgar-Plan wieder an. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass die Marco-Sätze erhöht. 15% in jedem Gebiet. Sätze hoch, tralala, und bitte berücksichtige auch unser Raumprogramm im Budget. Reef und Scarlett verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung. Oh, oh Mann! Übrigens, dein Körper sieht ungesund aus.
Mein Herr, wenn Sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Die ungebildeten Bürger verlieren nicht das Vertrauen. Sie werden Shinra Inc. noch mehr vertrauen. Schließlich waren wir es, die Sektor 7 vor Avalanche gerettet haben. Dieser verfluchte... Und wer bist du denn? Hojo, wie geht's dem Mädchen? Als Subjekt ist sie nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin auch dabei, sie mit ihrer Mutter Ifalna zu vergleichen, aber momentan ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unseren Lebzeiten abzuschließen oder zu Lebzeiten des Subjekts. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann könnten wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was ist mit dem verheißenen Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss ich meinen Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwächen. Oder das war ein Epilepsieanfall. Das kann auch sein. Damit ist unsere Besprechung beendet. Und die Frau saß einfach nur da und hat nichts getan. Etwas stinkt hier. Die Frau stinkt! Die Frau stinkt! Sie sprachen über Eris, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir ihnen nach.